Herzlich willkommen zu einem Video der Baum- und Rebschule Schreiber. Wenn man so wie wir oft viele tausend Schnitte an einem Tag macht, dann ist es wichtig, auch täglich sein Werkzeug zu pflegen. Wir selbst schleifen unsere Scheren mindestens einmal, manchmal sogar zweimal pro Tag, einmal am Ende des Arbeitstages und oftmals auch so einmal zwischendurch, zum Beispiel in der Mittagspause. Dabei verwenden wir eigentlich gar nicht viel Zeit für das Schleifen. Das geht relativ schnell, höchstens 2 Minuten. Aber dass Scheren niemals stumpf werden, das sehe ich einfach als ganz, ganz wichtig an. Stumpfe Scheren oder vielleicht sogar stumpf geschliffene Scheren im schlechtesten Fall, die muss man sehr lange bearbeiten, wenn man sich auf das Werkzeug schaut. Wenn man darauf achtet, dass es nie stumpf wird, dann ist es eigentlich täglich nur ganz wenig Arbeit. Wichtig fürs Schleifen einer Schere ist jetzt der richtige Schleifstein. Und ganz, ganz entscheidend, egal welches Scherenmodell man hat, ist der richtige Schleifwinkel. Dabei ist es nämlich so, dass man je nach Schere, je nach Stahl einen etwas anderen Winkel hat, der ideal ist. In dem Fall bei der Schere, die ich hier habe, wären das zum Beispiel 23 Grad. Im Regelfall schleift man Scheren am besten immer so im gleichen Winkel, wie man sie erhalten hat. Diesen Winkel, den schleift man aber nur auf einer Seite. Scheren sollten nur einseitig angeschliffen werden. Auf der anderen Seite hat man keinen Winkel. Da hat man eigentlich ein gerades, glattes Blatt. Wenn ich die Schere schleife, nehme ich sie verkehrt in die Hand. Ich als Rechtshänder nehme die Schere in die linke und den Schleifstein in die rechte. Setze den Schleifstein im idealen Winkel an, in diesem Fall 23 Grad. Das ist so, wie hier das Blatt bereits geformt ist. Und kann jetzt entweder mit kreisrunden Bewegungen die Schere schleifen oder ich kann auch alternativ dazu die Schere abziehen. Wichtig, wirklich entscheidend dabei ist es, den Winkel beizubehalten. Und das ist meiner Meinung nach mit kreisenden Bewegungen, vor allem als Anfänger, etwas leichter. Mit den ziehenden Bewegungen braucht man vielleicht etwas mehr Gefühl, damit man den Winkel auch wirklich beibehält. Jetzt habe ich gesagt, auf der Gegenseite der Schere, da sollte man auf gar keinen Fall einen Winkel schleifen. Da zieht man entweder gerade oder in einem ganz flachen Winkel bis höchstens 5 Grad nur leicht ab. Da würde ich dann auch keine kreisrunden Bewegungen machen, sondern da würde ich nur zweimal abziehen, nachdem man die Schere vorher auf der anderen Seite angeschliffen hat. Warum auf der Gegenseite abziehen? Das macht man aus dem Grund, weil sich hier ein Grat bilden kann, wenn man immer auf derselben Seite schleift. Am schlimmsten sind diese Grate, wenn man zum Beispiel totes, sehr hartes, ganz trockenes Holz schneidet. Auch dadurch können sich solche Grate bilden oder im schlechtesten Fall sogar etwas ausbrechen. Oder wenn man zum Beispiel einen Draht schneidet. Das ist dann auch immer sofort sichtbar in der Schere. Das gilt es natürlich absolut zu vermeiden. Wenn man die eine Seite angeschliffen hat und anschließend abgezogen hat, dann sollte man wirklich merken, dass das Blatt deutlich schärfer ist als vorher. Man kann es auch selbst kontrollieren. Gut geschliffen und gut eingestellt ist eine Bypass-Schere, so wie die hier, dann, wenn man zum Beispiel auch Papier schneiden kann, ohne dass man das Papier quetscht. Wenn man am Papier einen sauberen Schnitt hat, dann weiß man, dass die Schere wirklich sehr gut scharf ist und sehr gut eingestellt ist. Das, was ich jetzt hier über das Schleifen dieser Schere sage, das gilt für Bypass-Scheren. Bei Amboss-Scheren, da würde es sich anders verhalten. Ich empfehle euch aber, den Obstbaumschnitt mit Bypass-Scheren durchzuführen und nicht mit Amboss-Scheren. Deswegen zeige ich auch das Schleifen hier an diesen Modellen. Bei den Felco-Scheren, die wir bei uns in der Firma verwenden, da schleift man eben am besten in einem Winkel von 23 Grad. Bei anderen Scherenmodellen kann sich der Winkel etwas verändern. Auch innerhalb ein und derselben Marke kann es Unterschiede im richtigen Schleifwinkel geben. Beispielsweise haben die Handscheren von Felco einen 23 Grad Winkel, der ideal ist. Wenn man mit den elektrischen Scheren schneidet, da
sollte man besser einen 30 Grad Winkel schleifen. Am besten einfach informieren. Ein guter Hersteller gibt dazu auch Angaben, wie das ideale Schleifen und Warten einer Schere aussieht. Wenn man scharfes, gutes Werkzeug hat, dann reicht das Schleifen, so wie jetzt gerade gezeigt, eigentlich schon aus. Somit hier mit dem Schleifstein mit der flachen Seite. Wenn man aber zum Beispiel auch einmal größere Grate drin hat, dann kann man hier auch die Kante des Steins nehmen, weil man hier noch einmal etwas mehr Material von der Klinge entfernen kann. Wichtig ist aber immer nicht beim Schleifen viel Druck auszuüben, sondern das mit moderatem, leichten, sanftem Druck zu machen. Man muss hier nicht mit aller Gewalt gegen die zu schärfende Klinge pressen, das ist eher kontraproduktiv. Das hier ist jetzt ein Diamantschleifstein. Dieser ist eigentlich relativ unverwüstlich und den habe ich immer bei mir im Arbeitsalltag. Mit einem Schleifstein wie diesen kann man eben selbst den Winkel bestimmen und diesen Schleifstein kann man für eine jede Schere verwenden. Eine andere Möglichkeit wären zum Beispiel auch Schleifsteine wie dieser hier. Dieser hat eine ganz extrem feine Körnung. Mit diesem könnte man jetzt nicht nur Scheren schleifen, sondern auch zum Beispiel Veredelungsmesser, für die man eine noch feinere Körnung benötigt als für Scheren. Der Vorteil am anderen ist noch, dass er noch etwas schmäler ist, schlanker ist und dass man noch besser an alle Stellen hinkommt. Schleifsteine wie dieser hier sind aber gleichwertig zu betrachten in meinen Augen, was die Schleifwirkung betrifft. Mit denen kann man es vielleicht sogar noch etwas feiner machen. Was ich bei solchen Schleifsteinen jetzt auch empfehlen würde, ist diese vorher in Wasser einzulegen. Dann kann man noch feiner schleifen. Wenn man so wie ich jetzt gerade am Feld ist, hat man aber im Regelfall kein Wasserbehälter dabei, außer vielleicht die eigene Trinkflasche, da würde ich ihn nicht einlegen. Dann hilft es auch einfach, wenn man zum Beispiel auf den Schleifstein spuckt, ihn dadurch etwas anfeuchtet und auch so kann man ein ideales Schleifergebnis erzielen. Was ich euch jetzt vorstellen möchte, das ist noch ein neues Schleifwerkzeug von der Firma Felco. Das ist nämlich ein Werkzeug, mit dem man für genau diese Scheren dieser Marke immer den idealen Schleifwinkel beibehält und das ganz automatisch, mit der man gar nicht falsch schleifen kann. Und zwar sieht dieses Schleifwerkzeug so aus. Hier haben wir den Schleifstein drinnen, mit dem man jetzt automatisch den richtigen Winkel beibehält. Wenn ich meine Schere als Rechtshänder in die linke Hand nehme, so dass die schneidende Klinge nach oben schaut, ich habe jetzt die Seite, die angeschliffen werden soll, zu meiner rechten, setze ich den Schleifstein mit meiner rechten Hand hier an und ziehe jetzt nur mit ganz wenig Druck ab. Dadurch, dass man hier drinnen bereits den richtigen Winkel hat, kann man jetzt auch hier an der Schere nicht im falschen Winkel schleifen. Und so können selbst Anfänger kinderleicht den richtigen Schleifwinkel treffen. Was man, nachdem man hier mehrmals abgeschliffen hat, noch machen sollte, ist, dass man mit diesem Stein, der hier seitlich befestigt ist, auf der Gegenseite noch zwei, dreimal abzieht. Das macht man nicht so oft. Man möchte ja die Gegenseite nicht auch anschleifen. Das macht man wirklich nur, um den Grat wegzunehmen. Und wenn man dann dieses Abziehen zwei, dreimal gemacht hat, merkt man nochmal, dass die Klinge deutlich schärfer wird. Und meiner Meinung nach ist das eigentlich besonders für Anfänger das beste Schleifwerkzeug, das man sich derzeit kaufen kann. Für Profis aber auch wirklich angenehm, weil es einfach unkompliziert ist und man sich dabei bei weitem nicht so konzentrieren muss, wie zum Beispiel mit anderen Schleifsteinen. Ich habe es jetzt eigentlich ständig bei mir bei der Arbeit dabei und nehme mir so einfach öfters kurz eine halbe Minute, maximal eine Minute, um die Schere zu schleifen und habe dadurch immer scharfes Werkzeug bei mir. Dieses Schleifwerkzeug bringt auch noch den Vorteil mit sich, dass man hier auch gleich noch einen 7 und einen 8 mm Schlüssel drauf hat, der hier für alle Schrauben an den Felco-Scheren passt und mit denen man die Schere auch für einen Generalservice zerlegen könnte oder
mit denen man hier die Scheren etwas nachstellen könnte, weil der Abstand zwischen Gegenklinge und vorbeiziehender Klinge immer perfekt sein muss, damit man wirklich einen sauberen Schnitt hat und die Schere nicht zwickt. 1 mm verstellt ist bereits viel zu viel und führt beim Schneiden wirklich nur zu Ärger. Schleifen sollte man seine Scheren täglich. Dann gibt es jetzt aber auch noch Wartungspflegearbeiten, die man nicht ganz so häufig durchführen muss. Bei diesen Handscheren zum Beispiel schaue ich 1 bis 2 Mal die Woche, dass alle beweglichen Teile gut durchgeschmiert sind. Einmal in der Saison zum Beispiel kann man auch die Schere ganz auseinanderbauen und kann hier auch in den inneren Teilen der Schere mit Fetten arbeiten, die langlebiger sind, die hier für eine lang anhaltende gute Schmierung sorgen. Was man vor dem Auseinanderbauen noch machen kann, ist zum Beispiel auch mit einem Stanley-Messer hier mal den groben Dreck oder grobe Harzreste etwas abzukratzen. Wenn dann das ganze Grobe abgekratzt ist, kann man mit zum Beispiel Harzlösern noch arbeiten, um die Schere noch besser sauber zu bekommen. Da sprüht man dann die Scheren am besten einfach ein damit, lasst das Ganze 10-15 Minuten einwirken und säubert dann die Schere mit zum Beispiel Papierhandtüchern. Und anschließend kann man dann mit einem Spray hier auch für die Schmierung sorgen. Hier bietet zum Beispiel auch wieder die Firma Felco passend zu den Scheren Wartungsprodukte an, die auch biologisch abbaubar sind. Hier kann man aber auch genauso andere Produkte, die man geläufig auch in der Werkstatt hat, verwenden, wie zum Beispiel WD-40 oder Ballistol. Auch mit denen kann man eine Schmierung aller beweglichen Teile problemlos hinbekommen. Wichtig ist, nachdem man geschmiert hat, die Schere immer gut durchzubewegen, damit sich das Fett auch wirklich an allen beweglichen Teilen befindet und wirklich die gesamte Schere gut gefettet, gut geschmiert ist. Bei Elektroscheren würde ich das Ganze häufiger machen als bei Handscheren. Bei Handscheren, wie gesagt, 1-2 Mal die Woche ausreichend. Bei Elektroscheren, da würde ich dieses Schmieren, das Fetten auf jeden Fall täglich machen. Ich würde sie aber nicht täglich auseinanderbauen. Was jetzt auch noch häufig empfohlen wird, ist bei den Handscheren zum Beispiel die Feder hier einzufetten. Kann man machen, mache ich aber ehrlich gesagt gar nicht, weil sich hier dann vor allem auch Dreck häufiger sammelt, man selbst schneller fettige Finger oder fettige Handschuhe beim Schneiden bekommt. Ich verzichte auf das Fetten der Federn und muss sagen, dass die Federn von diesen Scheren hier bis jetzt überhaupt keine Probleme gemacht haben und meine habe ich immerhin schon über ein Jahrzehnt im Einsatz. Ich habe auf unserem Kanal schon oft die Firma Felco erwähnt und das war immer aus vollster Überzeugung, weil wir selbst ihre Produkte nutzen. Und jetzt bin ich wirklich froh, dass auch Felco an uns herangetreten ist und mir zum Beispiel diesen neuen Schleifstein vorgestellt hat. Den habe ich so nämlich vorher noch nicht entdeckt gehabt. Ich habe ihn nun ein ganzes Jahr im Einsatz gehabt, ihn wirklich ausgiebig getestet und bin auch hier froh, dass Felco einfach mit der Zeit geht, ein innovatives Unternehmen ist und solche coolen Produkte auf den Markt bringt. Wenn ihr euch gutes Werkzeug anschaffen wollt, dann kann ich euch auf jeden Fall diese Marke mit allerbestem Gewissen nur empfehlen. Und wenn ihr Scheren, Schleifsteine etc. kaufen möchtet, dann empfehle ich euch, geht am besten in den lokalen Fachmarkt und unterstützt die lokalen Unternehmen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Baumschnitt. Langlebiges, gutes Werkzeug, scharfes Werkzeug und schöne Grüße aus der Wein- und Marienstadt Poisdorf. Bis zum nächsten Video. Ciao.